günstige und sichere FIFA-Coins, checkt gerne meinen Sponsor IG voll ab. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit jeder Bestellung mit dem Rabattcode FIFA-Gaming noch 8% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die ist natürlich von mir unterschrieben, wie immer zu jeder Bestellung gratis dazu gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich damit kaufen unterstützt. Ihr seid die Besten. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 18 bei For Sky Discard Challenge. Heute mit der Foot Birthday Karte von Gareth Bale als Linksverteidiger, Leute. Ich bin mal gespannt, wer von euch kennt die Zeit noch aus FIFA, wo Bale noch Linksverteidiger war? Das war, glaube ich, so FIFA 11, 12, FIFA 13. Ne, FIFA 13 war ja, glaube ich, schon auf dem Flügel. Ich glaube, so FIFA 11 bis 12. Schreibt mal Hashtag ja in die Kommentare, wenn ihr noch als Linksverteidiger in FIFA kennt. Oder Hashtag nein, wenn ihr da vielleicht noch kein FIFA gespielt habt. Ich bin mal gespannt, wie viele von euch da die alten Zeiten sozusagen noch kennen. Lasst gerne wieder ein Like da, lasst gerne wieder ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder die 2222 Likes packen würden. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, Leute. Wir machen heute auf jeden Fall ein Wales bei For Sky. Ich habe jetzt gedacht, komm, wollen wir wieder La Liga machen? Ist auch ein bisschen langweilig, weil wir haben jetzt schon so oft La Liga bei For Sky gemacht. Und Wales hatten wir auf jeden Fall nicht im Start. Deswegen, wir werden natürlich am Ende mit dem Team, eine Partie spielen. Sollten wir verlieren, müssen wir das gesamte Team, inklusive Bale, abstoßen. Falls ihr euch noch was zu Ostern holen wollt, checkt gerne mal meinen Shop aus. Und zwar gibt es ab jetzt zwei neue limitierte Nice Hoodies. Einmal wird es den hier auf 200 Stück limitiert geben. Und in Weiß gibt es den auch noch auf 200 Stück limitiert. Bis zum 6.4. Das heißt, wenn er natürlich schon vorher weg ist, vor dem 6.4., dann ja, ist er natürlich schon vorher weg, weil die halt auf 200 Stück limitiert sind. Falls ihr euch einen davon holen wollt, checkt gerne meinen Shop aus. Link ist oben in der Videobeschreibung. Und bis zum 6.4. gibt es natürlich zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte dazu von mir unterschrieben. Und die goldene Leistaste, die ist auch limitiert, nur bis zum 6.4. gratis zu jeder Bestellung von einem Hoodie dazu gibt. Entweder, wie gesagt, die limitierten oder die anderen Hoodies. Zu dem hier natürlich auch und zu den ganzen anderen Hoodies natürlich auch. Also gerne mal abchecken. Danke dafür, Unterstützung. So, erstmal hier einen Schluck aus der goldenen Nice-Tasse. Schmeckt doch direkt alles besser, Leute. Nee, Spaß, ihr wisst Bescheid. Okay, wir starten mit den ersten Spielern. Wales hat natürlich jetzt nicht die meisten Special-Karten. Wir werden trotzdem auf jeder Position erstmal nach Special-Karten suchen. Wenn es dann keine gibt, werden wir nach Gold-Karten suchen. Wenn es dann keine gibt, Silber. Wenn es dann keine gibt, Bronze. Wenn es dann keine gibt, weiß ich auch nicht mehr Bescheid. Wir schauen mal. ZM, der erste Spieler wird... Ja, ich hab's mir schon gedacht. Aaron Ramsey. Okay, ist ja, glaube ich... Das ist... Ja, ich weiß nicht, wie viele Special-Karten es von Wales gibt, aber so viele gibt es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber Aaron Ramsey ist ein guter Start. Ich muss sagen, Wales war ja damals bei der Europameisterschaft 2016 richtig, richtig gut dabei. Ey. Die haben auch, die haben es ja bis ins, was war das, Halbfinale nicht, ne? Ich meine Viertelfinale. Also ich weiß mir ganz genau, schreibt es mal in die Kommentare. Die sind relativ weit gekommen sogar. Also von daher eigentlich, ja, schade, dass die dieses Jahr nicht dabei sind. Vor allem, die waren erst einmal bei einer WM dabei, habe ich mal nachgeschaut. Und es bleibt dabei. Naja, kann man nichts machen. Was soll's? Weiter geht es. Innenverteidigung. So, da weiß ich jetzt nicht, ob es eine Special-Karte gibt. Wir schauen mal. Boah, Chester. Was hat der denn für Werte? 76 Tempo. Nice, Mann. Aus der zweiten englischen Liga von Aston Villa. Ey, der hat gute Werte, Mann. Aber es gibt auch keinen weiteren Innenverteidiger. Das heißt, gleich können wir auf der Innenverteidigerposition schon mal nicht an der Special-Card suchen. Ey, der hat kranke Werte, ganz ehrlich. Ja, ich finde, wie gesagt, eigentlich die Nation von Wales echt gut. Die haben einige gute Spieler am Start. Oh, natürlich, klar, Gareth Bale mit Abstand da der Beste. Schreibt in die Kommentare, Leute, was ist euer Lieblingsspieler von Wales? Ich denke mal, alle schreiben jetzt Bale in die Kommentare. Obwohl, Ramsey vielleicht auch noch ein paar. Vielleicht Chester hier, wer weiß, man weiß ja nie. Wir gehen mal weiter auf die Stürmerposition. Ich glaube, da gibt es keine Special Card. Da, boah, ja, gibt es eine Special Card. Ich wollte schon gerade sagen, Alter. Weil es hat so ein bisschen länger geladen. Da wusste ich schon, okay, da kommt jetzt doch was. Ah, natürlich, es gibt Gareth Bale. Aber den haben wir natürlich schon. Ach, schade, Mann. Okay, Gareth Bale als Stürmer wäre natürlich auch nice. Aber da habe ich ja auch schon damals ein Video für euch gemacht. Könnt ihr euch natürlich auch noch gerne reinziehen. Okay, das heißt, wir suchen jetzt die erste Goldkarte. Ach du Scheiße, was ist das denn? 57 Tempo. Folks, okay, daran lag es, glaube ich, dass sie die Quali auch nicht gepackt haben. Hier, die Silberspieler sind ja besser. Hier, Bradshaw. Eieiei, Alter. Wir haben jetzt den hier bekommen. Das gibt es doch nicht. Folks, ey, 57 Tempo, Leute. Das macht natürlich jetzt gleich das Spiel nicht leichter. Ihr wisst es, wir müssen natürlich mit dem Team gewinnen. Weil sonst müssen wir das ganze, gesamte Team abstoßen. Und Bale alleine kostet schon 800.000. Also es wird schwer. Und Bale... Der kann uns in der Offensive nicht so wirklich helfen, weil der halt auf der Linksverteidiger, rechts, ja doch, Linksverteidigerposition ist. Jetzt machen wir Rechtsverteidiger. Ab geht's. Gibt's da eine Special Card? Natürlich nicht. Das heißt, wir suchen eine Goldkarte. Gibt es auch nicht. Silberkarte gibt es. Jawohl. Ötli. Oh, zwei sogar. Gunter gibt's hier auch noch. Und Richards, drei sogar.
Naja, der hier wäre wahrscheinlich der beste Gunter mit 76 Tempo. Aber Örtli, holen wir uns hier mal direkt für 250 Münzen. Boah, geile Sache, Mann. Also wie gesagt, ich weiß natürlich, ich weiß nicht, wie ihr das so findet. Wenn wir das mal mit so einer Nation machen, da hat man natürlich, da muss man ehrlich sein, auch teilweise viele Silberspieler dann im Team. Allerdings finde ich das eigentlich ganz nice, wenn man so mal alle Nationen wirklich kennenlernt und so alle Spieler mal so weitestgehend auch wirklich spielt. Deswegen finde ich sowas eigentlich mal ganz nice. Wir suchen weiter auf der ZOM-Position. Oh, da gibt es wieder nur Bale und Ramsey. Ey, Mann, Wales hätte echt mal ein paar mehr Special-Karten am Start haben können. Okay, Gold. Gibt's auch nur Ramsey. Silber. Gibt's da? Ja, Williams. Oh, nice, Mann. Von Sunderland. Na ja, okay. Nehmen wir mit. 1800 Münzen. Hat jetzt auch nicht die krassesten Werte. Alter, ich muss ehrlich sagen, Mann, es könnten jetzt nochmal ein paar, vielleicht auf der Torhüter-Position, ein paar Special-Karten kommen. Hat Wales nur zwei Special-Karten? Kann ich mir kaum vorstellen, da. Torwart gibt's auch keine. Haben die nur, ne, drei. Chester ja noch. Gold haben die auch keinen. Läuft. Silber. Jawohl, Mil. Okay, der hat eigentlich gute Werte, Mann. Der hat echt gute Werte. 550, wollte ich schon sagen. 6000 Münzen. Was ist mit euch los? So viel bezahle ich nicht für den. Okay, so sieht unser Team aus. Leider schon drei Silberspieler am Start. Aber man weiß ja nie, Leute. Vielleicht eskalieren die ja komplett. Man weiß ja nicht. Okay, rechter Flügel gibt es. Kein Gareth Bale. Ja, gibt's denn nicht? Hat der nicht eine Informkarte auf dem Flügel? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, okay, natürlich Goldkarte gibt's den, aber wir haben ihn natürlich. Silberkarte gibt's keinen. Nein, ich nehme doch jetzt den Bronzespieler. Ey, ernst? Das gibt's keine andere Goldkarte außer Gareth Bale. Nein, wir müssen einen Bronzespieler nehmen. Ey, nee, dann suchen wir weiter. Wir machen es anders, Leute. Wir suchen rechtes Mittelfeld. Bronze wäre jetzt ein bisschen zu bitter. Da gibt's auch nur Bale. Silber. Ja, da gibt's. Oh, Eastgrove. Den kenne ich noch. Ey, kennt ihr noch die Serie von damals? Level Up. Da war Eastgrove. Der war richtig gut, Mann. Ich sag's euch. Für die Leute, die noch Level Up kennen, Hashtag Level Up in die Kommentare. Eastgrove war da am Start. Okay, der vierte Silberspieler schon. Scheißdreck, ey. Okay, jetzt komm bitte. Mal wieder irgendwie. Ja, wenn wir jetzt nach Special Card suchen, kommt wahrscheinlich wieder Ramsey. Yep, war normal. Okay, Goldkarte kommt auch wieder Ramsey. Yep, normal. Und Silber, der nächste Silberspieler. McDonald's. Hashtag McDonald's in die Kommentare. Geile Sache. Ey, wie viele Silberspieler hat Wales denn? Junge, es ist ja komplett, die haben drei Goldspieler bislang. Ne, vier. Ey, das ist ja richtig schlecht. Okay, Innenverteidiger. Ich hoffe wenigstens, ja, da muss jetzt mal ein Goldspieler am Start sein. Ganz ehrlich, Alter. Ich hätte echt gedacht, dass hier ein bisschen mehr Auswahl ist. Aber naja, wir schauen mal. Los geht's. Das hier ist Williams. Okay, das ist nice. Collins gibt's auch noch. Phil Collins. Okay, wir nehmen Williams mit 3500. Und kommen wir zum letzten Spieler. Und zwar der linke Flügel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da Wales einen Goldspieler hat. Natürlich nicht. Ein Silberspieler? Natürlich nicht. Ich glaub's nicht. Okay, dann suchen wir wieder linkes Mittelfeld. Das hat keinen Sinn, ich spiele nicht mit dem Bronzespieler. Auch kein, ich glaube es nicht. Silber, come on. Ja, Adams. Ach komm, was sind das für Spieler, Mann? 500 Münzen. Okay, Leute, das ist unser Team. Also ich hätte ehrlich jetzt nicht damit gerechnet, dass wir so viele Silberspieler am Start haben. Aber was soll's, Leute? Das heißt, wir probieren mal hier die Silberspieler aus. Wir starten ins Spiel. Sollen verlieren, müssen wir das gesamte Team abstoßen. Und das ist jetzt keine leichte Herausforderung. Viele von euch haben immer geschrieben, ey, das ist doch viel zu leicht, wenn du mit einem vollen Special-Karten-Team aus einer Liga mit 100 Chemie spielst. Jetzt haben wir ein schlechtes Team. Deswegen, ich hoffe, euch gefällt die Challenge auch mal so. Das heißt, es wird jetzt schwieriger, ab geht's. Und da ist er, unser Gegner, Leute. Schauen wir doch mal, was er für ein Team hat. Ey, geil. Ey, er hat ein volles Irland-Team. Nice, Mann. Ey, mit zwei. Ey, das ist jetzt geil, Leute. Okay, das wird jetzt ein geiles Spiel, Mann. Wales gegen Irland. Liegt ja beides nah beieinander. Deswegen hier so ein Nationenduell, Leute. Was denkt ihr? Wer gewinnt es? Hashtag Wales, Hashtag Irland. Ab in die Kommentare. Und wir schauen mal, was unsere Spieler hier drauf haben. Hier allerdings noch nicht ganz so durch. Oh, Bale, was war das? Bale mit rechts. Mach ihn. Tor ist leer. Jawohl, 1:0. Gareth Bale mit der Vorlage hier. Und keine Ahnung, es war Eastgrove, glaube ich, der dann abgestaubt hat. Ich habe euch schon gesagt, der ist... Okay, ich will den jetzt nicht zu krass pushen. Den musste jeder reinmachen. Aber starke Aktion davor natürlich von Bale. Wir müssen hier auf die Alleingänge von dem setzen, ganz ehrlich. Damit, Junge, das spielt sich so gerade, als wäre der auf dem linken Flügel hier. Ach, schade. Aber wir haben den Ball nochmal. Das ist wieder Gareth Bale. Das Ding ist, mit rechts klappt das nicht so gut. Obwohl, oh, der wird fast abgefälscht reingegangen. Schade, Mann. So, Williams. Okay, wir müssen jetzt mal hier irgendwie, glaube ich, einen Angriff ohne Bale machen. Das war stark. Oh mein Gott, Ramsey mit dem Abschluss. Was war das denn für eine Kombi, ey? Richtig stark. Aaron Ramsey.
Der zweite Leistungsträger hier im Team, Mann. Die beiden zusammen, Bale und Ramsey, die tragen die Nation natürlich auch hier. Das war richtig stark. Doppelter Doppelpass mit Fuchs war es, glaube ich, unserem Stürmer. Und Ramsey lässt sich sowas nicht nehmen. Schönes Tor, muss ich sagen. Schieß, da gefällt mir richtig gut. Na, nein, das wird... Oh, Junge! Richtig stark, Jungs. Erstmal gut gehalten. Und der klärt den irgendwie auf der Linie, Junge. Richtig krank. Ey, die haben einfach Bock, Mann. Die kämpfen einfach hier. Die ganzen Waliser, ey. Was war das denn, ey? Geht wieder los, Leute. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Es geht. Ah, schieß ihn doch. Ich will einen Tor mit Bale machen, ey. Folks, ich hab nicht mal Ahnung, was sein starker Fuß. 3-0, Adams. Was war das denn? Die Annahme war wie ein Krüppel. Und dann der Schuss, Alter, wie Lionel Messi. Was war das denn? Alter, die Annahme war wie ein Stock. Und dann haut er den hier rein, wie Lionel Messi. Hashtag Adams in die Kommentare. Was war das denn? Junge, ich wollte eigentlich schon jetzt kommentieren, Junge. Ich wollte eigentlich sagen, wie nimmst du den Ball an? Aber dann war ich sprachlos nach dem Schuss. Krank. Ups. Da ist... Ah, Bale, Tor, komm. Nein, Pfosten, Bale. Das ist nicht dein Ernst. Alter! Was hast du gemacht? Was habe ich da gemacht? Ich habe natürlich irgendwie nach links gezielt. Ich hätte einfach nach rechts ziehen müssen, wäre drin gewesen. Aber ich dachte, mit Bale ist schon drin. Was hat der Typ eigentlich für ein Tempo, Alter? Das ist echt vom anderen Stern, ey. Junge, diese Alleingänge hier, die sind echt... Die sind unnormal, Mann. Die sind unnormal. Jetzt müssen wir nur schauen, was wir daraus machen. Guck mal jetzt hier. Boah, schön. Gareth Bale, bitte. Bale mit rechts. Warum schießt du mit rechts? Bale. Bale. Oh! Ey, ich hab so ein Pech. Der hat jetzt zweimal den Pfosten schon getroffen. Jetzt einmal die Latte. Ich glaub's langsam nicht mehr, Alter. Das boah, fast getunnelt. Schade. Und das war's, Leute. Wir gewinnen 3-2. Der Gegner war nicht schlecht, Mann. Wir hätten, ja, ich hätte gerne noch ein Tor mit Bale geschossen, Leute. Aber ihr seht es, wir haben die Challenge gepackt. Der Gegner hatte natürlich jetzt auch nicht das stärkste Team. Aber jetzt kann keiner sagen, dass hier das Team zu gut war oder so, weil unser Team war jetzt natürlich auch nicht das Beste mit den ganzen Silberspielen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo, oder wenn es euch gefallen hat, Hashtag Bale in die Kommentare, wenn ihr den Typen feiert. Ich sag's euch, unnormal, auch als Linksverteidiger, Leute. Und checkt jetzt noch meinen Shop aus. Ihr wisst Bescheid, falls euch noch was zu Ostern holen wollt. Die limitierten Nice Hoodies. Den hier gibt es 200 Mal limitiert ab jetzt in meinem Shop. Und den hier gibt es auch 200 Mal limitiert ab jetzt in meinem Shop bis zum 6.4. Und bis zum 6.4. gibt es zu jedem Kauf von dem Hoodie natürlich eine gratis Autogrammkarte und eine gratis goldene limitierte Nice-Tasse dazu. Nur bis zum 6.4. und nur bei Hoodies. Das heißt, entweder hier bei den limitierten neuen Hoodies, bei den anderen Hoodies, bei dem hier natürlich auch und bei vielen weiteren. Also gerne mal abchecken. Links oben in der Beschreibung. Danke für eure Unterstützung. Macht's gut. Haut rein. Bis morgen und ciao.